Howdy Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich zu The Last of Us, dem Actionkracher des Jahres 2013. Nun, da wollen wir uns doch mal direkt in die Zombie-Apokalypse doch mal direkt starten. Ja, für den Anfang erstmal normal. Und neuer Speicherpunkt. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie The Last of Us ist. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist echt bombastisch. Er ist ja auch nicht umsonst von den Machern von Uncharted. Ich bin nämlich großer Uncharted-Fan und daher ist es einfach... Es ist ein Muss für mich, dieses Spiel einfach zu spielen. Deswegen dachte ich mir einfach mal, let's play ich es einfach mit euch. Ah, da haben wir schöne... was auch immer das gerade war. Sony Computer Entertainment präsentiert. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Nun... Was ist denn da los? Da bin ich doch mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Also das, was ich schon vom Spiel kenne, ist echt ein Kracher. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Sie hat das Geschenk vergessen noch. Ein zusätzliches. Ja, kannst du mir ja morgen noch geben. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Oh, ein Eingang. Dad? Eine Zeitung. Wow, von 300%. Schicke Dusche. Daddy?
sich wohl hinter dieser Tür verbirgt. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Wow. Oh Gott. Boah, hier geht ja voll die Action ab. Dad! Dad! Also eins kann ich schon mal sagen, mir schlottern jetzt schon die Knie, die Atmosphäre. Was ist bloß los? Die Grafik, einfach alles bombastisch in diesem Spiel. Sirenen. Halleluja. Sein Telefon. Ah, es vibriert. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Was war das? Irgendwas geht doch hier vor. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen.
Hey, was zum Teufel los jetzt? Tommy, scheiße! Was zum Teufel war das? Hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Da sind wir zu Fuß unterwegs. Daddy. Er ist tot. Mach die Augen zu, Kleines. Oh. Halleluja, die Zombies der Apokalypse. Wir sind voll im Gange hier. Ey, das ist so genial, das Spiel. Da möchte ich noch kaum reden. Ich kenn den Sheriff. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Das wird bei dem kleinen Mädchen im Traum hinterbleiben. Spring dich hier raus. Oh mein Gott. Weg mit euch. Oh mein Gott. Zurück, es sind so viele. Wohin? Hier lang. Ja, wohin denn? Los, mach das Tor auf. Schnell los. Los. Wow! Hey, das Spiel ist affengeil und das kann ich jetzt schon. Das kann man jetzt schon echt behaupten. Wow! Komm schon! Los zum Highway! Los, du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Da wird jemand zerfleischt! Oh ja, die Stelle kenne ich. Da müssen wir laufen. Wir sind fast da! Er verfolgt uns! Schneller! Da hoch, los! Ah, hoffentlich hält er an. Sieht nicht so aus. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Ah!
Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Ja, das ist doch mal ein echt toller Anfang. So dramatisch, voller Action und voll völliger Traurigkeit. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Echt unglaublich, dieses Spiel. Das ist jetzt schon Dramatik pur gewesen in den ersten paar Minuten. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Schaltet wieder ein.